Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, ich glaube, die Auslegung, ob ein Antrag notwendig ist oder nicht, das entscheiden immer noch die Fraktionen. Und ich möchte Hikmet Alsabti danken, dass der Antrag hier eingebracht wird, weil nach den beiden Redebeiträgen, die jetzt vor mir waren, mir deutlich wurde, dass offensichtlich auch Willkommenskultur an sich noch mal diskutiert werden muss. Und ich fange mit einer Sache an, die hier eben im Land am 8. Mai stattgefunden hat, wo in Termin demonstriert wurde, wo wir einen Innenminister haben, der sich wundert, dass auch ein Franzose bei dieser Demonstration dabei war. Und da frage ich mich schon, wie, Herr Cafier? Doch, das hat was für mich mit Willkommenskultur zu tun und nämlich auch etwas mit einem Lebensgefühl. Ich finde es nicht nur fragwürdig, sondern kritisiere das auf Schärfste, denn gegen Nazis zu sein, ist eine Haltung und das hat dieser Franzose getan, wie andere auch. Und ich finde, Sie müssen sich dafür entschuldigen und ich hoffe auch, dass das im Kabinett noch mal diskutiert wird. Ich schäme mich dafür und ich denke, da muss ein Umdenken da sein. Ein zweiter Punkt. Sie sagen hier, Sie können nicht viel machen. Wie hatten Sie gesagt? Ich kann nichts dafür, dass da nicht mehr kommen, dass die Gesetzgebung so ist. Natürlich, in Teilen können Sie nichts dafür. Aber, Herr Cafier, ich rede ja jetzt mit Ihnen. Aber Sie haben die Möglichkeit, sich einzubringen. Und ich erwarte von einem... Na, schade. Das finde ich muss sein. Aber das tue ich. Einen Moment bitte. Also ich möchte Sie sehr herzlich bitten, dass Sie es mir schon überlassen müssen, wie ich hier reagiere. Herr Schulte, und wenn Sie mich in meiner Führung hier kritisieren, erteile ich Ihnen das nächste Mal einen Ordnungsruf. Bitte, Frau Gajek. Dann möchte ich das jetzt noch mal an das werte Plenum loswerden. Herr Cafier hat gesagt, ich kann nichts dafür. Das mag in bestimmten Bereichen ja stimmen, aber ich erwarte von einem Innenminister, dass er sich einsetzt, dass er nicht nur hier das lapidar abtut und sich hinter Zahlen versteckt, sondern hinter jedem Menschen steckt ein Schicksal, das wissen wir alle. Und ich finde gerade die Politik, die zurzeit hier in Deutschland abläuft, auf Bundesebene, mit Verlaub, sowas von rückwärtsgewandt, eine Rückwärtspolitik, die wahrlich einer Willkommenskultur konträr gegenübersteht. Und ich erwarte von Ihnen, Herr Ministerpräsident, aber eben auch von dem Innenminister, hier offensiv ranzugehen. Denn jegliche Europapolitik zurzeit gerät doch zur Farce. Natürlich müssen wir Rahmenbedingungen im Land, im Bund, in Europa verändern. Aber da erwarte ich eben auch von der Landesebene Engagement und nicht, wir können nichts dafür und halten deshalb die Hufe still. Aber lassen Sie mich jetzt bitte zu meinem Änderungsantrag kommen. Es sind viele Dinge hier schon benannt worden, gerade was die Zahlen angeht. Im ersten Bereich geht es ja um die Willkommenskultur und insbesondere die Willkommenskultur für Menschen aus Syrien. Zahlen sind genannt, ich möchte die nicht weiter hier kundtun, aber ich denke, das, worüber wir immer viel reden, ist das, wenn Menschen nach Europa einreisen. Aber vergessen werden eben häufig die Menschen, die als Binnenflüchtlinge benannt werden. Und es sind über 2,4 Millionen Menschen. Und ich denke, das ist hier eine weltweite Aufgabe. Und vor der sollte sich Deutschland nicht verstecken und nicht sagen, wir tun ja genug. Und deswegen müssen jetzt die Nachbarstaaten mehr tun. Nein, ich denke, dazu gehört mehr. Und das erwarte ich von einer Landesregierung. Jetzt lassen Sie mich auf unseren Antrag kommen und Sie sehen ja, dass wir eine Ziffer 1 davor schieben. Hier geht es nämlich darum, auf Europaebene konkret etwas zu tun, weil ja, das war ja immer die Kritik, der Antrag der Linken dann möglicherweise die Ebenen durcheinander bringt. Denn wir meinen, Flüchtlingspolitik findet zu einem großen Teil eben auf der EU
Ebene statt. Und ich denke schon, dass dieser Antrag deshalb ergänzt werden muss. Und Sie lesen ja die Einfügung in Ziffer 1, römisch 1 neu, sich eben auf EU-Ebene dafür einsetzen, dass deutlich mehr syrische Flüchtlinge in Europa aufgenommen werden und dass die EU-Kommission zu diesem Zweck bis zum Sommer 2014 eine Syrien-Flüchtlingskonferenz einberuft, auf der sich alle EU-Mitgliedstaaten auf konkrete Zahlen und Verfahren zur Aufnahme syrischer Flüchtlinge einigen. Ich denke, das ist ein Angebot. Mir und unserer Fraktion reicht das nicht, was Sie tun, Herr Cafier, um das nochmal zu verdeutlichen. Als Zweites würden wir die Ziffern 2 und 3 eben ergänzen, aber es gibt eben eine neue Ziffer 2, weil wir meinen, wir müssen hier nochmal nachsteuern und deshalb möchten wir, dass die personellen Kapazitäten eben für die Bearbeitung von Einreiseanträgen vom Bundesamt eben erweitert werden, sodass das dann zügiger geht. Es ist hier zwar vorgestellt worden, aber mich hat es nicht wirklich überzeugt. Nein, das ist nicht euer Problem und das sagt ihr jedes Mal und dann ist die Sache erledigt und ich denke, will man Willkommenskultur haben, reicht das so nicht. Und ich erwarte das einfach. Ein bisschen mehr Engagement, ein bisschen mehr Kampf ist da vielleicht angebracht. Dann komme ich zu dem Punkt Römisch 2. Da würden wir eben gerne ein paar Veränderungen aufnehmen und das können Sie auch nachlesen, dem Landtag eben über die Ergebnisse Ihrer Prüfung einer weiteren über den Erlass des Ministers für Inneres und Sport vom 11. Juni 2012 hinausgehenden Ausweitung der dezentralen Unterbringung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern sowie Geduldeten in Mecklenburg-Vorpommern zu unterrichten. Sie haben es in Teilen eben getan. Ich habe zugehört, Herr Cafier, aber es reicht uns nicht. Denn es ist ja eine Strategie. Wie wird Dezentralität hier definiert? Es sind häufig Häuser wie in Schwerin, wo man in einem Haus wohnt. Wir verfolgen etwas anderes und ich denke, das ist auch Oppositionsarbeit, das immer wieder einzufordern und die Landesregierung aufzufordern, hier neue Wege zu gehen. Und als vorletzten Punkt hätten wir eben noch fordern wir den Landtag auf, die Ergebnisse ihrer Prüfung der Erweiterung der räumlichen Freizügigkeit für Asylbewerberinnen und Asylbewerber sowie Geduldete auf weitere angrenzende Bundesländer zu unterrichten und natürlich sich auch dafür einzusetzen. Denn, ich weiß gar nicht, warum sich SPD und CDU jetzt immer zu so aufregen. Ich denke, und dann ist ja gut. Denn ist ja gut. Ich denke, wir müssen hier dran arbeiten und gerade der Innenminister Andreas Breitner aus Schleswig-Holstein ist da ja sehr vorbildlich. Aber lassen Sie mich noch bitte einen letzten Punkt hier anbringen und wir haben den ja auch aufgenommen. Und zwar ist in der vergangenen Woche der Referentenentwurf eines Gesetzes zur Neubestimmung des Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung im Bundesrat ist eingebracht worden und es soll eine Stellungnahme auch unseres Ministers, also unserer Landesregierung geben. Als ich das gelesen habe, dass sich die Abschiebehaft verschärft, habe ich gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein. Und das geht jetzt an die SPD. Ich habe echt gedacht, dass, also meine liebe SPD, ihr wolltet eine andere Migrationspolitik, eine andere Europapolitik und eine andere Flüchtlingspolitik. Das, was da drinne steht, ist für mich schon ein Stück weit Verrat an der sozialdemokratischen Politik. Ich finde es hochgradig problematisch, dass trotzdem, das mag sein, dann an Asylpolitik. Da können wir gerne drüber diskutieren und ich möchte auch einen offenen Diskurs dafür haben. Aber das, was jetzt hier abläuft, auf Bundesebene, dann kann Herr Cafier, ich hoffe, dass die SPD dann sich dagegen auflegt. Weil das finde ich, mit Verlaub, keine Willkommenskultur für Mecklenburg-Vorpommern. Ich danke für die Aufmerksamkeit.